Das Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Köln. Ein Ort der Träume für viele junge Fußballer, die irgendwann einmal vor 50.000 Zuschauern im Rhein-Energie-Stadion auflaufen wollen. Auch Marvin Obutz träumt von der Bundesliga, will es beim FC bis zu den Profis schaffen. Seit der U8 trägt er den Geißbock auf der Brust. Im letzten Sommer gelang ihm sein bis dato größter Erfolg als Fußballer. Der Gewinn der deutschen Meisterschaft mit der U17. Dieses Gefühl war unbeschreiblich. Da haben wir das ganze Jahr hingearbeitet. Jedes Training wollten wir das. Von Anfang an haben wir uns das als Ziel gesetzt im Trainingslager und haben es dann endlich geschafft. War unbeschreiblich. Nach Noah Katterbach und Ismael Jakobs schaffte es jüngst mit Jan Thielmann das erste Talent aus der U17-Meistermannschaft zu den Profis. Für Obutz ein Ansporn, es ihm möglichst bald schon gleich zu tun. Ja, das zeigt einfach nur, dass man es auch schaffen kann, wenn man hart arbeitet. Ist einfach, also ich glaube, er ist einfach geil für ihn, da jetzt in der Startelf zu spielen. Dafür hat Obut sein ganzes Leben auf den Fußball eingestellt. Ich gehe um 8 Uhr zur Schule, habe jeden Tag bis 4 Uhr Schule und versuche dann um 4:30 halt hier am Trainingsgelände zu sein. Ja, und dann komme ich vom Training zurück, esse ich was, mache noch was für die Schule und dann gehe ich auch ins Bett. Mittwochs versuche ich auch noch was für den Fußball zu tun. An unserem freien Tag kommt darauf an, wie ich mich fühle. Wenn ich jetzt sage, ich bin total kaputt, lasse ich es auch mal sein, bleibe ich mal zu Hause. Wenn nicht, dann geht man mich auch mal auf den Fußballplatz. Doch Obutz weiß auch, wofür er auf Dinge verzichtet, die für einige seiner Freunde selbstverständlich sind. Denn der deutsche Juniorennationalspieler hat große Ziele. Mit der U19 will er in dieser Saison wieder deutscher Meister werden. Doch wichtiger ist der Sprung zu den Profis des 1. FC Köln.